Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. In der Dunkelheit gestählt? Hä? Was? Durch wen haben sie denn den Bonus? Durch die valianische Händlerin? At least that Valian isn't bothering me now. Naja, egal. Okay. Euer Volk ist das einzige, das so weit gereist ist wie unseres. Also gut, wir sind an der Messing-Zitadelle angekommen. Und können uns jetzt hier schön ruhig umsehen. Also ich denke mal, ich werde mich erst hier unten umsehen. Oder wie gehe ich am besten? Ich bin hier gerade. Ich werde hier lang gehen. Also den Waffenschmied, hier die Kanone. Da den Hafen. Den Bereich hier abdecken. Also ich gehe wahrscheinlich bis zu der Laterne. Gehe dann zurück. Mach die Offizierslounge, den Flottenmeister. Gehe dann hier hoch. Klappe hier alles ab. Gehe dann hier rüber zum Pulverhaus. Schau mich hier um und dann verlasse ich das Gebiet. Mal gucken, wer mir was zu sagen hat. Ach ja, wir haben ja übrigens auch noch die Queste da gekriegt. Die Schatzkammer des Erzmagiers mit Akemias Schatzkammer. Die habe ich jetzt einfach mal gezielt ignoriert. Weil wir müssen ja nicht alles sofort machen. Genau, das hier müssen wir eh auch noch machen mit der Messing-Zitadelle. Ja, und Avetta sollte ich eigentlich auch noch finden. Die finde ich wohl am Ankerplatz der Königin. Büchsenmacherlehrling, Büchsenmacherlehrling und du bist wohl der Schmied. Uto. Die Schriftrollen sind angefüllt mit sorgfältigen Schaubildern von Gewehren und Pistolen. Ah, du bist also ein Schusswaffenschmied, was man an den Büchsenmacherlehrlingen sieht. Diese Gewehre sehen alt aus, aber das Metall ist immer noch poliert und das Holz perfekt glatt. What do you need? Also sie werden gut gepflegt von ihm. Wenn die Valianer hinter dem Unheil in Hasongo stecken, werden sie dafür bezahlen. Bitte, ich muss mich konzentrieren. Rautanische Gewehre werden so geschätzt, weil unsere Erze die beste Qualität haben. Kann ich mir gut vorstellen. Der Mann begrüßt dich mit vor der Brust verschränkten Armen. Dort, wo sein linkes Auge sein sollte, hat er eine Masse von Narbengewebe und seine Hände sind mit wulstigen Sehnen überzogen. Linkes Auge. Ich könnte jetzt mutmaßen, er ist Linkshänder, wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie ein Linkshänder ein Gewehr hält. Ach nee, ich will mir das gar nicht vorstellen können. Ich habe es gerade versucht. Und der Schuss ist nach hinten losgegangen. Ja. Und seine Hände sind mit wulstigen Sehnen überzogen. Looking for a pistol or an arquebus? Rauatai makes the finest guns in Aeora. And I make the finest guns in Rauatai. Nur, dass du im Todesfeuer-Archipel bist und nicht im Rauatai. Suchst du nach einer Pistole oder einer Arkebuse? In Rauatai machen sie die besten Schusswaffen ganz Aeora. Und ich mache die besten Schusswaffen ganz Rauatai. Ja, was macht deine Schusswaffen so speziell? Craftsmanship. Ja, das ist ganz eindeutig. Also Handwerkskunst. Er steckt seine knotigen Hände aus, hält sie aber ganz ruhig, während er mit dir spricht. Sie sind mit kleinen Verbrennungen und Narben übersät, die die vielfältige Pigmentierung seiner Haut überdecken. Okay. If you ask my superiors at Imperial Command, they'll tell you our main exports are saltpeter and metal. Ja, das macht auch Sinn, weil Salpeter und Metall braucht man beides für Schusswaffen.
Also ja, aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle macht man Schwarzpulver. Was man braucht, um Metall aus Schusswaffen abzufeuern. Wenn du meine Vorgesetzten vom Imperialen Kommando fragst, werden sie dir sagen, dass unsere Hauptexporte Salpeter und Metall sind. Those are just things. They're prized because of what we do with them. Aber das sind nur Dinge. Ihr Wert liegt einzig in dem, was wir mit ihnen tun. Er greift unter die Theke und hält dir mit seinen vollkommen ruhigen Händen eine Dollarbüchse zur Besichtigung hin. Es ist ein hochwertiges Stück. Rau Italian Industry is about discipline, precision, mastery of a careful art. Those qualities guide all that we build. In der rautanischen Industrie dreht sich alles um Disziplin, Präzision, die meisterhafte Beherrschung einer diffizilen Kunst. Diese Qualitäten leiten alles an, was wir bauen. Er legt die Donnerbüchse weg. Dann lass mal sehen, was du hast. Okay, ich werde schon mal mit einer 45.000 kupferbandteuren Muskete, also Arkebuse, in Empfang genommen. Genauigkeit gegen Abwehr, zusätzliche Effekte. Oh, ist ungenau. Nicht für den Nahkampf gemacht. Schleier durchdringend, was auch immer das sein soll. Legendär. Gewährt Drachenatem. Erzeugt ein fürchterlich senkrechtes Flammentuch, das jeden Brandschaden zufügt, der hindurchschreitet. Runenschloss. 10%ige Chance, sich selbst beim Angriff 10 Brandschaden zuzuziehen, plus. Das Ding ist ein Monster, okay. Also, es ist. Auf den ersten Blick ist es scheiße. Ich meine, kritischer Schaden, Abwehr und Genauigkeit sind gesenkt. Dafür ist es halt legendär. Nee. Da wäre mir eine gute Arkebuse eher lieber. Die man aber eben nicht verzaubern kann. Scordis Trophäe. Das ist eine Donnerbüchse. Nee, das ist eine Pistole. Abgestumpfte kritische Treffer. Schleier durchdringend. Ist hervorragend. Treffer mit einer Waffe gewähren eine sich vervielfachende minus 5% Erholungszeit mit Waff. Nahkampfwaffen für eine Dauer von 30 Sekunden. Kritischer Schuss. Wow. Das und das heben sich gegenseitig auf. Da hat einer nicht richtig nachgedacht, habe ich das Gefühl. Und Schwarzpulver, damit kann man schöne Sachen herstellen. Also all diese Sachen hier. Ich könnte hier Schiffsvorräte auffüllen, also Kanonenkugeln. Naja, ich kaufe mal sicherheitshalber 17 Stück. Habe ich irgendwas Waffenmäßiges, was ich verkaufen möchte? Eine Pistole, eine Donnerbüchse. Ich habe hier eigentlich nichts doppelt, was ich gerade jetzt gerade abs. Doch, die da habe ich doppelt. Eine Arkebuse. Weil ich habe noch eine zweite hier. Fackeln behalt. Fackeln verkaufe ich mal die Hälfte noch. So. Oh, ich habe noch Fessel des Mediums. Ah, ich leg noch die beiden Sachen mit drauf und handel mal. So. Gut, dann war's das hier drin. When I was little, me and my brothers used to spend hours chasing each other through the Mirkberry fields. Don't think a day went by I didn't have a skinned knee or a bleeding elbow. Oh, we did that sometimes. Only my brother usually had a hand in the bleeding. He older or younger than you? Either way, I bet he's just as strapping. Older. Was. Was older. Then Raid Sarah's invaded. Oh, I didn't... I mean, I...
Of course, it's gone, but I'm so sorry. Ja. Mal kurz Pause machen. Also der raotische Soldat, den ich gerade angequatscht habe, hat gesagt, ich würde ja selbst nach Hasango gehen, aber die Hasanui lässt unsere Schiffe nicht mehr weit raus. Ja, und jetzt das Gespräch zwischen Alof und Zoti. Als ich noch klein war, haben meine Brüder und ich Stunden damit verbracht, uns gegenseitig durch die Düsterbärenfelder zu jagen. Ich glaube, es ist kein Tag vergangen, an dem ich keine aufgeschlagenen Knie oder blutenden Ellbogen erlebt habe. Das haben wir manchmal gemacht. Allerdings hatte mein Bruder meistens bei der Blutung seine Hand im Spiel. Ist er älter oder jünger als du? Wie auch immer, ich vermute, er ist ebenso ein ebenso strammer Kerl. Er ist älter, oder vielmehr er war älter. Dann hat uns Reservis überfallen. Oh, ich wollte nicht. Natürlich, das ist Gaun, es tut mir so leid. Ja. Baitwin, der ja angeblich Eotas war. Rautalischer Arkebusenschütze. Also ich würde im Rautal niemals angreifen wollen, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich mir ansehe, wie sie hier schon die Messingzitadelle befestigt haben, ein Stützpunkt im Todesfeuerarchipel, will ich nicht wissen, wie die Befestigungen vor der Rautai-Hauptstadt aussehen. Ah, guckt mal, Reparaturmaterial und Kanonenschüsse. Wie sieht das bei uns aus? Oh, sieht aus, als könnten wir das gut brauchen. Hi du. Jetzt sag mal, Tachales. Verschwinde, ich habe keine Zeit für Geschwätzte. Du, Liane, blickt mit einem erwartungsvollen Stirnrunzen über deine Schulter. Du hast ein paar Handschuhe vom dunklen Schrank geklaut. Gib sie her. Ich suche gerade nach ein paar Handschuhen. Hast du irgendwelche? Er beruhigt sich und betrachtet dich mit einem kritischen Auge. Fasina sent you, didn't she? Postenago, just for these. Fasina hat dich geschickt, oder etwa nicht? Postenago, nur für diese hier. Kopfschüttelnd zieht er ein paar feine Handschuhe aus der Tasche und betrachtet sie mit offensichtlicher Enttäuschung. Soft as down, but not a single fence willing to pay me a fair price. Maybe they've got imp stink all over them. Ja, es wird dir schwerfallen, die Handschuhe eines Erzmagiers für schnelles Geld zu verkaufen. Ich wäre bereit zu zahlen, um sie dir abzunehmen. Oder vielleicht stecken sie da Versager, du nichts nutziger Dieb. Nichts sagen. Nehmen wir mal wirklich das erste. Should have guessed these were bad luck. Well, it's too late to go making smart decisions, isn't it? Hätte wissen sollen, dass sie nur Unglück bringen. Naja, es ist zu spät, kluge Entscheidungen zu treffen, oder? Er öffnet den Mund, um mehr zu sagen, aber irgendwas im Südwesten legt ihn ab und auf seinem Gesicht zeichnet sich das Grauen ab. Here he comes, and I'm too late. If Hamuto doesn't give me an extension on my debt, I'm a dead man. Da kommt er und ich bin zu spät. Wenn Hamuto auf meine Schulden keine Verlängerung gibt, bin ich ein toter Mann. Na, halt mal den Rand und folg mir. Tenno blickt kurz auf dich, dann zuckt er mit den Schultern und schluckt. Die sehen aus wie offizielle Wachen. Eine Einheit Seemänner mit Piken und Schusswaffen in den Händen. Oder sie sind Matrosen mit offizieller Uniform. Eine Einheit Seemänner mit Piken und Schusswaffen in den Händen und stehen an den Blicken, nähert sich ruhig und professionell den Hafen. Ihnen voran steht ein großer Mauner in einer senfgelben Uniform. Er richtet seine Aufmerksamkeit abwechselnd auf dich und Bertenno. So, Bertenno, you hired a mercenary. Or else a negotiator. That coin should have gone toward your debt to me. So, Bertenno, du hast also einen Söldner angeworben. Vielleicht auch einen Vermittler. Das Geld hätte besser in die Begleichung deiner Schulden bei mir fließen sollen. Hamuto reibt an einer langen Narbe, die sich über seinen ganzen Hals erstreckt. Huh? No, I didn't. That is, I would never go behind your back. Nee, ich habe nicht. Also ich würde dich niemals hintergehen. Bertenno, bleiben die Worte im Hals stecken. Vor Panik überrascht wendet er sich dir zu. Klappe, Bertenno. Hier reden jetzt Erwachsene. Ich bin wegen ein paar Handschuhen, die Bertenno gestohlen hat hier. Das ist nicht mein Problem. Nichts sagen. Angreifen. Das hört jetzt auf. Mach dich bereit. Nehmen wir die 1.
Hamutos Augen hängen sich auf und er nickt. Die Soldaten um ihn herum lachen zustimmt. I like dealing with people of substance. Ich habe gerne mit Leuten mit Substanz zu tun. Er nickt nachdenklich. This is a private matter. Your interference is unnecessary. Das ist eine private Angelegenheit. Es ist nicht nötig, dass du dich einmischst. Hamuto spreizt seine Hände auf friedliche Weise, während seine Soldaten ihre Waffen auf Berteno richten. Du hörst dich vernünftiger an, als man mir weismachen wollte. Was hast du mit Berteno vor? Vielleicht kann ich bezahlen, was ich schuldig bin. Woher, was er schuldig ist. Da er nicht bezahlen kann, kannst du ihn mitnehmen. Fair ist fair. Er kommt mit mir. Du hörst dich vernünftiger an, als man mir weismachen wollte. Do I? One can be adherent to the tenets of maritime law and still be seen as a monster. Tue ich das? Man kann sich an die Vorschriften des Seerechts halten und trotzdem als Monster angesehen werden. Was hast du mit Berteno vor? Indentured servitude. I trust this is a more honest and respectable alternative than any pursuit he would take on his own terms.